Um 0.38 Uhr riefen Anwohner die Feuerwehr. Es brannte im Affenhaus. 2000 Quadratmeter in Vollbrand, voller Ausdehnung. Dies teilte der Kai Günther, Einsatzleiter der Feuerwehr Krefeld, mit. Natürlich wurden sofort die Maßnahmen für die Löschangriffe eingerichtet. Die Feuerwehrleute gingen mit schwerem PA vor. Stundenlang haben sie gegen die Flammen gekämpft. Es ist natürlich nicht so toll, man merkt es, es lässt keinen kalt. Wie gesagt, die Polizei war auch nur im Aufgebot vor Ort, um auch die Feuerwehr zu schützen. Das ist, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Ich habe mit Vitamals angestoßen, da sterben Tiere, verdammt Hacke. Ausgelöst durch so scheiß Himmelslaternen, die in vielen Bundesländern verboten worden ist. Also verboten sind. So soll auch der Brand entstanden sein, das teilte die Polizei, Staatsanwaltschaft und der Zoo gegen Mittag mit. Also man geht dann von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, wobei ich das anders sehe. Man soll die Scheißdinge auslassen. Selbst der Oberbürgermeister Frank Mayer von der SPD bezeichnet den Brand als Tragödie der ganzen Stadt. Viele sind betroffen, viele sind traurig. Wie gesagt, über 30 Tiere sind verstorben. Was schön ist, die Schimpansen Bailey und Limbo haben Gott sei Dank überlebt, sind leicht verletzt, werden vom Tierarzt behandelt. Nichtsdestotrotz sind einige Tiere zu Tode gekommen durch so eine Scheiße. Entschuldigung fürs Wort. Selbst der Tierschutzbund ist geschockt. Wie sagt der Tierschutzbund? Dramatische Folgen durch diese Scheißböllerei. Leute, checkt das doch endlich mal. Lasst die Scheißböller vom Tiere, vom Zoo. Ihr seht doch, was passieren kann. Wie gesagt, ich füge noch mal ein paar Presselinks rein, weil ich nicht alles mir merken konnte. Auch vom Zoo, da ist ein Spendenkonto eingerichtet. Spendet, helft. Und es tut mir leid, lieber Krefelder Zoo. Wenn ihr Fragen habt, wenn ich einen Aufruf starten soll, sagt Bescheid. Ich helfe euch.